Ihr Lieben, ich habe euch etwas mitgebracht. Hier ist Claudius Fabich zu Gast auf dem Satirekanal von Robert Götz Martuszewski. Robert und Martina, seine Frau, die sind zusammen in den Urlaub gefahren. Ich halte hier in Berlin die Stellung. Ich habe euch was mitgebracht, nämlich dieses schon ein bisschen angegrabbelte Exemplar von Botschaft für Deutsche erste Auflage. Hatte damals 365 Seiten. Und ich zeige euch mal was, das könnt ihr bestimmt erkennen. Ja, extrem schöne, griffige Schrift, ja, schöne Zeilenabstände. Und das Buch ist rausgekommen 2014, hat lange gebraucht, nämlich 7 Jahre, bis die zweite Auflage rauskam. Sieht ähnlich aus, ja, aber da ist es dann schon angeschwollen auf, was haben wir denn hier, rund 430 Seiten. Die Schrift immer noch, etwas größer, schöne Zeilenabstände. Dann kam 2021 die dritte Auflage. Da ist die Anzahl der Seiten auf 437 angestiegen. Auch noch, ja, sehr schön, sehr schöne Schrift. Jetzt mussten wir aber bei der vierten Auflage, Ende März 2024 rausgekommen, Botschaft für Deutsche, ein kleines bisschen die Zeilenabstände minimal verändern, die Schriften ein bisschen kleiner machen, ansonsten wären es 600 Seiten geworden, denn das Buch hat jetzt rund 460 Seiten. Es ist, ich sag's mal, general überholt, denn es haben sich einige Sachen geändert, gewandelt, es ist viel passiert in den letzten gut 2 Jahren seit der dritten Auflage. Und deswegen ist es an der Zeit gewesen für die vierte Auflage. Wenn ihr die erste, zweite oder dritte habt, habt ihr ja wirklich gute Bücher. Da geht es ja um die deutsche Sprache und um die Definition der deutschen Worte. Inzwischen sind einige dazugekommen, zum Beispiel das Wort Remigration, zum Beispiel Zusammenhalt, aber auch Entwicklungshilfe und einige andere. Ich habe die Zitate komplett getauscht gegen neue. Und hinzugekommen ist, dass ich nicht nur die Sprache würdige, sondern auch die wichtigsten, zumindest die größten deutschen Städte. Über 2000 deutsche Städte finden sich hier wieder. Und ich habe heute ein Kapitel für euch mitgebracht, was ich euch kurz vorlesen möchte. Ich blätter mal kurz, bis ich es gefunden habe. Es ist ein Buch, was ich vor allen Dingen unseren Kindern und den Enkelkindern und Urenkelkindern, den Neffen und den Nichten empfehlen möchte. Ich möchte es den Menschen empfehlen, die ja vielleicht die deutsche Sprache noch nicht so zu würdigen wissen. Vielleicht auch die deutsche Sprache verquast in der Schule oder an der Universität präsentiert bekommen haben. Und ja, es ist nicht durchgegendert, denn es ist ein Buch für Menschen, die die deutsche Sprache auch würdigen. So, und dann habe ich das Kapitel Eifersucht heute mitgebracht. Eifersucht. Zu jedem Kapitel gibt es immer 2 Zitate. Und wir beginnen mit dem Zitat über Eifersucht. Um Eifersucht zu heilen, muss man sie als das sehen, was sie ist. Die Unzufriedenheit mit einem selbst. Jean Didion. Eifersucht ist eine weit verbreitete Unsitte. Ein Zeichen von Unsicherheit und Selbstzweifel. Die Angst, nicht attraktiv genug zu sein, seinen Partner langfristig an sich zu binden und halten zu können. Diese Angst entsteht, wenn man einen einseitigen Anspruch auf die Körperlichkeit des Partners hat. Der Partner wird Eifersucht als Schwäche deuten und so schafft Eifersucht vor allem eins. Betrug. Viele Beziehungen sind von der Angst befallen, der Partner könne sich weiterentwickeln und einen selber zurücklassen, einem aus den Händen gleiten. Es heißt nicht ohne Grund, bedingungslose Liebe, Liebe ohne Bedingungen. Wer seinen Partner bedingungslos liebt und ihm zugleich Freiheit lässt, ihm damit die Möglichkeit zur Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung gibt, der kann eine eifersuchtsfreie, glückliche Partnerschaft führen. Eifersucht gibt es nicht nur in Ehen oder Partnerschaften, auch in Freundschaften und Geschäftsbeziehungen ist Eifersucht und dessen Bruder die Missgunst allgegenwärtig. Geschäftspartner werden ausgebotet, auch wenn es eigenen wirtschaftlichen Interessen schadet, nur weil man dem Partner oder Mitarbeiter den Erfolg nicht gönnt. Wahre Freunde werden verstoßen, weil ihre vermeintliche Überlegenheit zu übermächtig geworden ist und es leichter ist, sich zu trennen, als an den eigenen Schwächen zu arbeiten. Eifersucht und Missgunst sind neben Hass und Neid möglicherweise die Charaktereigenschaften, von denen behauptet werden kann, dass sie aufgrund der Masse derer,
die sie ihr eigen nennen, zu den Grundzügen unserer Zivilisation gehören. Wer eifersüchtig, missgünstig, neidisch und hasserfüllt ist, beraubt sich all seiner göttlichen Kräfte. Wer sich von diesen Gefühlen leiten lässt, hat sich auf einen Weg gemacht, der ihn mit jedem Schritt vom wahren Erfolg, Glück und wahrer Harmonie und Liebe entfernt. Nur wer anderen ihre Erfolge und Stärken von Herzen gönnt und sie beim Erreichen ihrer Ziele unterstützt, ihnen vertraut und nur das Beste wünscht, der kann in Frieden und Harmonie mit sich selbst und seinen Nächsten lieben. Frage: Wie gehen Sie mit Eifersucht um? Unterschätze niemals die zerstörerische Macht von Eifersucht und Neid. Niemals. Oliver Stone. Ja. Das war das Kapitel Eifersucht. Ein kurzes, aber wie immer aussagekräftiges Kapitel, wenn ihr mehr lesen möchtet. Ich habe rund 90 deutsche Worte für euch zusammengetragen, alphabetisch geordnet, fängt mit Angst an, endet mit Zuversicht. Zwischendurch sind viele andere schöne Begriffe, wie zum Beispiel Zeit, Wertschätzung, Wahrheit, Wir, Freundschaft, Gebet, Glaube, Dankbarkeit, Liebe und so weiter, Harmonie. Ja, es ist auch ein Motivationsbuch. Ich sage es immer wieder, als ich es jetzt beim letzten Mal wieder Korrektur gelesen habe, hat es mich selber wieder aufgebaut und auch Anna hat ja mit Korrektur gelesen, auch Petra und Anna hat, wir haben dafür 3 Tage gebraucht. Jeder hat es für sich Korrektur gelesen und dann haben wir uns zusammengefunden, war wirklich ein toller Moment und haben in mehreren Stunden, jeder hat so seine Fehler, die er gefunden hat, registriert. Viele haben dann gesagt, oh, das hatte ich nicht, das hatte ich auch nicht. Dann hatten wir manchmal alle 3 den gleichen Fehler gefunden. Es sind sicherlich noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 Fehlerteufelchen drin. Und wir waren uns alle einig, es ist auch ein Buch, was motiviert. Und genau das ist ja auch meine Absicht. Ich möchte gerne euch motivieren und euch dazu anhalten, dass wir gemeinsam miteinander und füreinander unser privates, unser geschäftliches Leben, unser eigenes Leben, unser Ich stark machen und stärken und gesund erhalten, aber auch unsere Gemeinschaft. Und ich spreche mit Absicht von dem Begriff Volksgemeinschaft. Ich finde es toll, Volksgemeinschaft schließt nicht andere Völker aus oder andere Gemeinschaften, aber es inkludiert einfach mal eine Gemeinschaft des Wirs und das finde ich sehr wichtig. Und das Wir fängt in unserer Familie an. Und das Buch ist auch ein Befürworter der Familie, Vater, Mutter, Kinder. Und auch ich spreche davon, dass es sehr, sehr gesund ist, wenn man die Möglichkeit hat, wirtschaftlich, räumlich, spirituell, aber auch energetisch Kinder in die Welt zu setzen, also auch körperlich, dann ist das großartig. Und jedes Kind ist in diesem Land ein Gewinn für uns, wenn wir uns unseren Kindern auch mit Liebe und Herz und mit Herzlichkeit widmen, uns ihnen zuwenden und sie als Bereicherung verstehen und erleben und die Kinder auch das Leben in diesem Land als Bereicherung erleben. Ich glaube aber, im Moment ist unser Land zumindest für deutsche Kinder nicht sehr kinderfreundlich, aber auch das werden wir gemeinsam ändern, damit Kinder wieder glücklich sind in unserem Land. Und zum Glücklichsein gehört es auch, dass Kinder keine Angst davor haben, dass sie, wenn sie groß sind, in einen Krieg geschickt werden oder wenn sie in die Schule kommen, früh sexualisiert werden. In diesem Sinne, wenn ihr das Buch noch nicht habt, freue ich mich, wenn ihr es euch jetzt bestellt. Ich habe ein Special für euch, nämlich Nimm 2, Made in Germany und Botschaft für Deutsche als Paket. Das bekommt ihr dann portofrei, abgerundet für einen etwas günstigeren Preis. Ich signiere euch die Bücher sehr, sehr gerne. Schreibt es einfach unter Anmerkungen dazu. Auch wenn ihr sie verschenken möchtet, zum Beispiel an eure Kinder oder Enkelkinder, einfach dazu schreiben und ich signiere sie euch und sie gehen innerhalb von 24 Stunden raus. Das mache ich sehr gerne und ich freue mich über euer Feedback, auch über eure Kommentare. Und wir machen jetzt munter weiter und ich sage es immer wieder gerne, auch mehrfach, wir halten hier zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Ich wünsche dem Robert und Martina noch eine schöne Urlaubszeit. Irgendwann muss er ja mal wiederkommen und danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Claudius. Häng los. Ich muss noch erzählen. Neulich hatte ich einen Kommentar bei Robert im Kanal entdeckt. Der hatte ja Bücher, Pakete angepriesen, nämlich man konnte 3 Bücher kaufen, hat dann Botschaft für Deutsch die 3. Auflage dazu geschenkt bekommen. Hatte natürlich den Hintergrund, dass klar war, dass die 4. Auflage vor der Tür steht. Und es waren noch einige Exemplare der 3. da. Und ich finde es immer ein bisschen, ja, nicht so schön, wenn ich weiß, dass es was Neues gibt, dass ich dann das in Anführungsstrichen Alte, auch wenn es immer noch wertvoll ist,
zum vollen Preis verkaufe. Also habe ich mir gedacht, verschenke ich doch die Bücher einfach. Und so haben wir Pakete gemacht. Der King lebt, Du bist Schöpfer und Made in Germany. Wenn man das gekauft hat, gab es Botschaft für Deutsche dazu, auch portofrei, auch mit einer Ermäßigung. Das waren 44 Pakete, die haben wir dann innerhalb von 2 Tagen verkauft. Und es kam dann ein Kommentar von den von mir hier zitierten deutschen Deutschlandhassern. Und da schrieb einer, jetzt werden die Bücher schon verschenkt. Ich warte mal noch ein bisschen ab, dann gibt es Geld dazu. Dann kriege ich wenigstens den Weg zum Altpapier bezahlt. Und ich habe dann den Robert mal gefragt, was er dazu sagt. Und Robert hat in einem Video kommentiert, vielleicht liegt es ja daran, dass wir bald eine 4. Auflage haben. Was schreibst du denn dann über die Bücher? Und der hat sich dann tatsächlich noch auf einem anderen Kanal gemeldet, der Schmierlappen, und hat gesagt, auch wenn es die 30. oder 40. Auflage von Botschaft für Deutschland wäre, es ist und bleibt brauner Dreck. Und das ist die Herausforderung, mit der wir natürlich, ihr und ich, jeden Tag zu tun haben, dass es tatsächlich viele Wesen gibt, Wesen, mehr auch nicht, die ohne etwas zu lesen, ohne etwas zu kennen, ohne etwas zu begreifen, darüber urteilen. Auch darüber schreibe ich in Botschaft für Deutsche. Auch deshalb habe ich diesen Titel gewählt, extra provokant, denn es geht ja um die deutsche Sprache. Ich hätte ja auch sagen können, deutsche Botschaft. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe es mir absichtlich schwer gemacht und absichtlich provokant geschrieben, weil ich ja das Beurteilen, Bewerten und Vergleichen, das aufs Stichwort reagieren, das uns allen nicht fremd ist, dem einen mehr, dem anderen weniger, den Menschen vorhalten wird. Und genau das hat dieser Schmierlappen gemacht, indem er sagte, egal was da drin steht, egal wie viele Auflagen du rausbringst, es ist und bleibt brauner Dreck, weil er mit Botschaft für Deutsche irgendetwas Nationalsozialistisches, etwas Ausgrenzendes impliziert hat. Und genau das ist Botschaft für Deutsche nicht. Wer das Buch in die Hand nimmt, wird praktisch auf jeder Seite meine Botschaft an euch finden, die ich in der deutschen Sprache erkannt habe und auch dokumentiere, dass unsere Sprache ein Wortschatz der Liebe, der Verständigung, des Miteinanders und Füreinanders ist. Und dieses Buch ist alles andere als brauner Dreck. Aber lest selbst. Englisch musste ich noch loswerden.